Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei die Sims 4. So, heute erleben wir mal wieder einen ganz normalen Arbeitsalltag. Wir sind leider sehr traurig, obwohl Mia eigentlich überhaupt nicht so der Typ dafür ist, meiner Meinung nach. Sie wusste es ja, auf was sie sich einlässt. Ja. Können wir jetzt nicht ändern. Zwei hier wurden schon diagnostiziert, deswegen behandeln wir die gleich mal. So, und wir hoffen dann, dass wir heute alles schaffen. So. Patient übergeben. Nochmal Abstrich nehmen. Abstrich nehmen. Worum geht's jetzt? Ich check das nicht, warum die Ärzte immer gehen. Kommt jetzt auch jemand Neues so, oder? Ja toll, ey, das ist immer so geil. Du kannst deine Arbeitsleistung nicht erfüllen, weil, die Chefin einfach, also die Ärztin sich verpisst. Richtig toll, ey, Spiel, richtig geil. Es kommt auch keine neue Ärztin oder so. Ja, das ist die einzige Aufgabe. Nee, okay. Richtig dumm einfach. Nimm den Abstrich. Aufhören. Aufhören. Probe analysieren danach. Untersuchung anordnen. Kann denn kein Doktor kommen? Kann ich auch alle rumheulen und weglaufen, weil die keiner zur Ding bringt, aber ich habe dafür jetzt keine Zeit. Ich bin wieder mal die Einzige, die hier arbeitet. Mann. So, Ergebnisse. Das war nicht erfolgreich, oder was? Ach, ich muss den kalibrieren. Jetzt hat. Lesen wir auch von Vorteil. Neuen Abstrich nehmen, also. Zur Untersuchungsliege bitten. Als er verarbeitet, der Effi. Effizienter. Hallo, ich möchte gern länger bleiben. Länger bleiben. Abstrich nehmen. Beschwer dich nicht. Allgemeinen Zustand reden. Und Abstrich analysieren. Schaffen kein Gold mehr, ne? Muss die Rechnung bezahlen. Und wir können niemanden behandeln. Weil wir keinen Doktor mehr haben. Einfach toll, wie fair das wieder läuft. Hör auf. Augen untersuchen. Körperuntersuchung. Ohren. Temperatur. Kann ich ihn diagnostizieren? Nicht so aus, ha? Nee. Ihr Boin?
einfach unfair, oder? Wir hätten Gold schaffen können, aber nö. Ganz ehrlich, wartet mal kurz. Ich karte mal kurz und werde mal ganz kurz googeln, was man macht, wenn die blöde Ärzte nicht da ist. Bis gleich. Ja, offenbar hat wieder mal niemand den Bug, außer ich. Beziehungsweise einer hat auch noch den Bug, aber haben sie gesagt, ja, guck einfach bei den Analysegeräten. Guck einfach bei den Analysegeräten. Ja, nein, also ich finde es wirklich richtig scheiße, weil ganz ehrlich, man möchte hier den Arbeitstag gut machen, man möchte befördert werden, man möchte Geld bekommen, um sein Haus auszubauen und. Kann es aber einfach nicht machen, weil das Spiel meint, ja gut, nehmen wir mal die Ärztin und ja. Machen damit das Spiel kaputt. Weil ich jetzt nichts übergeben kann, nicht behandeln kann, gar nichts. Und jetzt habe ich, obwohl ich länger geblieben bin, nur Silber. Weil die meinten, okay, Arzt brauchen wir nicht mehr. Ist egal. Eine Krankenschwester reicht, die macht das schon. Ich bin echt am Überlegen, ob ich einfach nochmal neu laden soll, ganz ehrlich, weil das ist doch lächerlich. Ich will jetzt Folgendes machen. Speichern als... Test. So, und dann kurz im Hauptmenü. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mal mehr hier zurück oder so und krieg dann überhaupt keine Verbesserung oder keine Ahnung was. Ich versuche jetzt nochmal mit Laden von meinem Spielstand davor. Hier, der da. So, wenn ich den jetzt lade, spielen wir den Alltag nochmal. Hier, bitte ins Krankenhaus. Ist doch echt blöd. Das ist richtig unfair. Ich meine, ich will doch befördert werden und ich mache doch meine Arbeit auch gut. So. Hat zumindest schon mal funktioniert. Aber keine Ärztin ist da. Jetzt gehen wir mal... Ups, nein. Ihn behandeln. Und hier holen wir uns einen Abstrich. Keine Ärztin. Da hinten. Ist das eine Ärztin? Ja, gut. Die Sandy Bach, die halten wir fest. So, und wie, die rennt wieder weg, ne? Kriege ich aber meine Macken. Temperatur messen. Wehe, du rennst weg. So. Entschuldigung. Jetzt schnell... Das ist doch nicht euer Ernst! Also ganz ehrlich, ne? Wie lächerlich ist es bitte? Was soll denn der Scheiß? Warum nimmt denn jedes Mal die Scheißärztin weg? Franzi darf auf gar keinen Fall befördert werden. Da nehmen wir den Arzt immer weg. Das macht Sinn und Spaß und das ist sowieso richtig toll, unser Spiel. Ganz bugfrei, gar kein Problem. Alles gefixt. Was soll denn das? Nein, ich lasse das so nicht. Nein. Nein. Nee, so nicht. So nicht. Ich werde gewinnen. Und wenn ich das hier noch 30 Mal mache. Ja, auf den Müll wegzuschmeißen. So. Jetzt machen wir zuerst mal hier Abstrich nehmen. Und Temperatur messen.
Da, wo ist die Ärztin? Da unten. Jetzt setzt sie sich da hoch. So. Genau. Soll ich jetzt übergeben? Augen untersuchen. Los, mach übergeben. Mach übergeben dahin. Ist doch ernst, jetzt soll ich es auf einmal nicht mehr. Ja, und schon verpisst sich die Trolla wieder. Es ist unglaublich. Ich werde jetzt nach dem Röntgen-Ding. Jetzt auf einmal soll ich es übergeben. Wetten? Oh, oh, wie wer hätte das denn gedacht? Echt, das ist doch einfach. Das ist einfach richtig lächerlich. Ich finde es lächerlich und absolut unfair. Das werden wir nicht befördert werden, ich sag's euch. Ich mache das jetzt ganz schön hier durch. Und wir werden wieder nicht befördert werden können. Hör auf. Ich mache das jetzt mal schon im Schnelldurchlauf. Wir haben das jetzt schon alles mal gesehen. Wir haben ja schon toll gearbeitet, aber Spiel meint, fick dich. So, nimm einen verdammten Abstrich. Auffischen. So, lass mich raten, gleich haben wir dann nur noch die Aufgabe. Vielleicht können wir mit analysieren Dingern. Du musst nicht für alle Pfützen aufwischen. Kalibrieren. Ab, ab, ab. Ich finde es so unfair einfach. Ich will befördert werden, damit ich Geld bekomme, um unser Haus auszubauen. Weil wir eine tolle Arbeit machen und die sagen einfach, ja, wir nehmen die Ärztin weg. So, dass du dann nichts mehr machen kannst. Und absolut keine Chance hast, befördert zu werden. Das ist doch einfach scheiße. Vielleicht habe ich jetzt endlich mal neue Aufgaben, damit ich das nicht mehr brauche. So, Abstrich nehmen. Analyse üben. Strich nehmen. Länger bleiben. Ich schaff das noch. Ich schwör's euch, ich schaff das noch. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. So, jetzt gib ihm was zu essen. Analysiere seinen Abstrich. Ich sag's euch, ich schreie. Pfütze aufwischen. Analysiere schneller. Tja. Na, ihr Dreckigen. Bitch, please. Ärzte brauche ich nicht. Boah, das ist jetzt nicht mal funktioniert, ne? Ich wäre echt ausgerastet. Boah. Dieses Spiel, hey. Komm jetzt, Mädel, du darfst gleich heimgehen. Hopp, hopp. Hier, schlaf noch ein bisschen, bis sie dich heimschicken. Ist doch unglaublich, oder? Wie die einen verarschen. Ja. Genau, Beförderung ist gesichert. Will ich auch hoffen. Mann, ey. Oh. Zerrt schon wieder an den Nerven, ey. So. Tut mir leid, dass du so krass... Was ist denn das? Okay. So krass arbeiten musstest, ne? Maus, aber... Das war jetzt lebensnotwendig. So, du isst jetzt schnell was und dann darfst du auch schon in dein Bettchen hüpfen. So, Lia, du bist schwanger. Geh erstmal aufs Klo. Paul, arbeite bitte fleißig. Wir brauchen Geld. Du hörst damit mal auf, weil du bist kein logischer Typ. So.
Schon mit Interaktion am Computer. Wir können uns ja noch keinen Computer leisten. Du kannst das jetzt endlich mal wegräumen, warum er sich da so diesen O-Saft da genommen hat. Ich weiß aber nicht, was ich mit Jay machen soll. Er ist so eine Randfigur, keine Ahnung. Also nicht Randfigur im Sinne von so unwichtig oder so, aber ich weiß nicht genau, was ich mit ihm machen soll. Außer versuchen, mit Annette anzubändeln. Ich kann dann gleich noch die Reste essen, weil falls Mia was übrig lässt, weil sie vorher mit dem Kopf im Essen versinkt. So. Bitte sie herein. Tratschen. Halt. Nein, ist doch nicht satt. Okay, dann kannst du es gerne aufessen. So, du hast aber auch Hunger, mein Spatz. Iss mal die Fischtacos und räum danach alles mal ein bisschen aus. So, die Entbindung ist jetzt in Fragezeichen. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern. So, hör auf. Oh, okay. JJJ. Lass die mal stehen. Iss das auf. Paul hat 350 verdient. Und schau dir. Ausschalten. Kanal schauen. Comedy-Kanal. Du musst noch verspielt werden. So, und du darfst erstmal pieseln, ne? Und dann darfst du dir auch was zu essen nehmen. Warum hast du da Spaghetti im Inventar? Man weiß es nicht. Gut, die geht jetzt schlafen. 10 Stunden ist sie noch traurig, dann ist es wieder gut. Okay. So, dann gehst du gleich verspielt zur Arbeit. Das ist gut. Stell den Teller einfach hin. Setz dich hin. Genau. Guckst du noch, bis du verspielt bist? Will sie nicht reinkommen oder so? Na dann. Sie muss ja nicht, ne? Du kannst einfach den aktuellen Kanal schauen. Jetzt setzt sie sich dazu. So. Ja, er ist verspielt. Und 6 Minuten zur Arbeit. Okay, auf geht's. Sehr schön. Paul isst noch, hat noch ein bisschen Spaß. Fleißig arbeiten. So, und bei dir kann es jederzeit losgehen, ne? Also gut aufpassen. Sie müsste theoretisch morgen arbeiten. Sie will 12 Freunde haben. Okay, dann nach Karriere fragen. Tratschen, Tag verschönern, Kompliment machen. Ach ja, ich dachte eigentlich, wir können jetzt einen Computer kaufen, aber am Arsch. Wir müssen die Rechnungen bezahlen. Sobald. Ach, sie ist Postbotin, okay. Wir müssen die Rechnungen bezahlen. Sobald. Jay nach Hause kommt. So, den Satz habe ich jetzt auch noch geschafft. Gut, was sollst du machen? Du willst nur Level 6er Logikfähigkeit erreichen. Gut, dann stell das Essen mal dahin. Und geh dann ins Bettchen. Kannst dich erst noch vor allen verstecken und dann gehst du ins Bett. Sie schläft. Sie unterhält sich noch. Ich dachte gerade, sie schimmelt. Sah gerade voll eklig aus. Ach, noch ein Foto von unserem schönen Haus machen. Moment. So. Genau. Ja, beholen. Lia muss pieseln. Aha. Mhm. Und dann bitten wir sie einfach zu gehen und legen uns ins Bett und spulen vor, bis Jay kommt. Ich bin mal gespannt, wie viel Jay verdient. Was genug ist, damit wir dann die Rechnungen bezahlen können. 4 Uhr morgens. Wow.
Der ist natürlich extrem müde, ne? Eieiei. Gehst du bitte noch was? Okay, essen. Oh je. Und du kannst nicht mal die Rechnungen leisten. Okay. Pieseln, mein Schatz. Und dann ins Bett. Und sobald du dich bereit dafür fühlst, duschen. So, pieseln musst du aber noch. Sonst machst du nämlich ins Bett. Ja, okay. Das ist okay. Dann schlaf ein bisschen da. Das ist nicht so schlimm. Schaffst du noch duschen? Sehr schön. Oh, oh, oh. Lia, alles okay? Nicht genug Training. Du trainierst jetzt aber auch nicht. Ist mal was. Hände waschen ist auch so eine Sache. Mag man wohl nicht. Okay, sie müsste theoretisch in 4 Stunden arbeiten. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Oder ob wir gleich von dem Baby überrascht werden. Was war das jetzt? Ist sie... Putzt sich jetzt die Zähne, während sie isst? Okay. Suspekt. So, Mia, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Dann machst du mal Frühstückserlei. Paul darf aufstehen und einen Salat essen, ehe er sich dann ins Bad verzieht. So. Die treffen sich jetzt nicht, wobei die das ja können. Die hatten ja was miteinander. Mir muss einer schon in Arbeit sein. Gut, dann wirst du jetzt was essen. Und noch ein bisschen Aktion überdenken und dann gehe ich mit dir nochmal mit. Ich möchte dich befördert werden. Und ich denke nicht, dass wir, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ich denke nicht, dass wir das B, die Geburt verpassen, also keine Sorge. Wobei sie, glaube ich, auch alleine befördert wird, ne? Dann schicken wir sie alleine, das passt schon. Ich habe, glaube ich, gar keine Nerven, das jetzt nochmal mitzumachen. Gut, du musst dich noch konzentrieren. Das wird zwar nicht funktionieren, weil du eigentlich trainieren willst, aber mein Gott. Sobald du das gemacht hast, darfst du nochmal pieseln. Dann noch. Genau, nochmal pieseln. So. Ach so, deswegen, okay. Nein, 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 lass das. Sie davor, sie hat Vorrang. Dann machst du noch mal ein Nickerchen, bis du arbeiten musst. Musst du in die Arbeit? Ja. Gut, dann lass alles machen. Alleine losschicken. So, auf geht's. Aktion überdenken, Aktion überdenken. Sehr schön, sie geht konzentriert zur Arbeit. Er konzentriert sich jetzt noch. So. Hart arbeiten. So, mein lieber Jay. Spaghetti essen, dabei den Action-Kanal gucken. Und dann müssen wir wieder gemeine Interaktionen ausführen. Okay. So, Paul, dann kannst du das noch aufessen. Lia geht alleine zur Arbeit. Arbeit wird sie ihr Baby schon nicht bekommen. Auf geht's. Heute musst du noch mal ran. Gut. Tag verschönern. Auch fleißig arbeiten. Auch wenn du schwanger bist, tut mir leid, aber... So, du räumst jetzt noch mal alles auf. Oh, dann kannst du das noch reparieren, auffischen. Und dann gehst du zur Arbeit. Alleine auch, weil ich jetzt für die Karrieren nach der Sache heute keine Lust mehr habe. Alleine losschicken. So, sehr gut. Das schmeißen wir jetzt auch. So, du darfst noch das Teile plündern.
Ich habe die Folge jetzt mal ein bisschen länger gemacht, weil das ja vorhin alles so ein Problem war und mich das genervt hat und bla, dafür entschuldige ich mich auch nochmal, aber das war einfach, ich wollte einfach, dass wir befördert werden und das fand ich dann einfach blöd, dass wir das nicht wurden und nicht befördert worden wären, nur weil, ne, das so nervt. Und ich werde jetzt das Bett verkaufen. Und Jay ein großes Bett kaufen. Und zwar das da. Ich weiß, wir brauchen das Geld eigentlich für unsere Rechnungen. Aber Jay muss gemütlich schlafen können. Und die drei bringen hoffentlich einiges mit. Oh. Und Lia hat nur 184 verdient, weil sie von Arbeit heimgegangen ist und ihr Baby bekommt. Gut, dann werden wir im nächsten Part das Baby von Lia in Empfang nehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!